Während einer Schulheilung im Frühjahr 09 wurde uns von einem geistigen Lehrer aufgegeben, dass die Samuel-Hahnemann-Schule ein Ort werden sollte, in oder an dem Menschen in ein Bewusstsein avatarischer Achtsamkeit geführt werden sollten. Später hat gleicher Lehrer nochmal das Wort ein Nest für Avatare benutzt. Was ist ein Avatar? Es gibt zwei Bedeutungen. Einmal die klassische hinduistische. Im Hinduismus ist ein Avatar ein menschliches Wesen, in dem ein Gottesaspekt Platz genommen hat. Also es gibt ganz viele Shiva-Avatare, es gibt ganz viele Krishna-Avatare. Die Hinduisten sind da sehr frei, die sagen einfach, Buddha war ein Krishna-Avatar, Jesus war ein Krishna-Avatar. Babaji von Haider Khan war zum Beispiel ein mindestens Shiva-Avatar. In Amaji, die ja viele von euch kennen, diese wunderbare Frau aus Kerala, nimmt immer wieder die große Mutter Mahadevi Platz. Also sie ist auch eine Avatarin. Im psychologischen Sinne ist ein Avatar, besonders in der avatarischen Arbeit von Harry Palmer, ein Mensch, der einfach nur erkannt und realisiert hat, dass er Schöpfer seiner Realität ist. Dem geht es nicht unbedingt besser wie anderen. Vielleicht geht es ihm sogar noch viel schlechter. Aber er ist sehr frei. Wer das noch nicht so realisiert hat, kann das oft nicht nachvollziehen, wo da der Unterschied liegt. Ob ich mir meine Scheiße selbst geschissen habe oder ob ich von anderen zugeschissen worden bin. Ich kann heute sagen, ich verstehe den Unterschied. Und meine eigene ist mir inzwischen irgendwie lieber, weil es gibt mir die Möglichkeit der Dekreation, wenn ich von der Kreation durch mich selbst ausgehe. Punkt 2. Ich bitte euch, euch irgendwann in diesen nächsten Tagen diesen Artikel Forschen und Wissen Tagesspiegel 10. September Mittwoch durchzulesen. Da wird von einem Apparat berichtet, der in CERN gebaut worden ist, wohl der angeblich größte Apparat, den man jemals gebaut hat und in dem so etwas wie der Urknall. Alle Lykopodianer mögen zweimal durchatmen. Hans-Jürgen hat euch schon auf meinen Vortrag vorbereitet. Ich habe hier keinen Anspruch auf wissenschaftliche Genauigkeit. Wer mich kennt, weiß das und wer genug Lykopodium genommen hat, vergibt mir das. Aber irgendwas hat dieses Ding in CERN zu tun mit Urknall. Und das habe ich nun selbst gehört. In einem Interview mit Mitarbeitern von CERN haben die selbst gesagt, dass es schon vorkommen wird, dass da in CERN immer wieder kleine schwarze Löcher entstehen werden. Tagesthemen. Die haben zwar gesagt, ist nicht schlimm, passiert sowieso immer wieder, aber soll passieren. Dritter Punkt. Vorgestern Abend im Heute-Journal so ein richtiger Wissenschaftler, nicht so ein neoschamanischer Halbesoteriker wie ich oder andere, ein richtiger Wissenschaftler, ein Lehrstuhlinhaber für angewandte Physik, ich glaube aus Regensburg, sagt im Heute-Journal, er hätte das durchgerechnet, die würden da ein schwarzes Loch kreieren und was oben im Kosmos 15 Milliarden Jahre dauert, würden die in 3 Monaten schaffen. Das Universum würde in den nächsten 3 Monaten in dieses Loch fallen. Punkt. Beste Sendezeit.
Und der Mann schrieb die Formel an die Tafel. Danach wurde zwar eingeblendet, Lachen entlastet. Lacht ruhig. Lacht ruhig. Das ist eine völlig normale psychologische Reaktion, wenn man solche, man denkt vordergründig, man ist lustig, aber wenn man Schattenarbeit betreibt, weiß man, dass dieses Lachen dann woanders herkommt. Manchmal bleibt es einem im Halse stecken. Dieser Mann wurde dann natürlich sofort widerlegt durch andere Wissenschaftler, wiederum aus CERN, die sagen, stimmt überhaupt nicht, haben wir ja alles total unter Kontrolle, ist überhaupt kein Problem. Nächster Punkt, gestern wurde eine Klage abgewiesen vom Schweizer Oberverwaltungsgericht, dieses Ding sofort wieder stillzulegen, weil durch dieses Ding eine elementare Gefahr für die europäische Menschheit ausgehen würde. Vierter Punkt, vor 20 Jahren habe ich ein Buch gelesen, eines Science-Fiction-Autors, der jetzt nicht zu meinen absoluten Helden gehört. Wolfgang Kohlbein, das Druidentor. Habe ich nicht so gelacht, als das alles jetzt so passiert ist, weil das Druidentor ist 50 Kilometer weg von dem Ding. Wolfgang Kohlbein schreibt vor 20 Jahren, ich weiß nicht, ob das Ding damals schon projektiert war, und ich weiß auch nicht, ob Wolfgang Kohlbein sich damit beschäftigt hat, von einem Bau eines Tunnels durch einen Berg, 50 Kilometer von da weg, und während dieses Tunnelbaus reißen die ein Druidentor aus, was eigentlich nichts anderes ist wie ein gigantisches schwarzes Loch. Und in dieses Druidentor bei Wolfgang Kohlbein fängt jetzt an, die Atmosphäre unseres Planeten zu verschwinden. Und wie das in solchen Geschichten ist, es gibt da irgendwie ein kleines Mädchen und es hat einen älteren Freund und dann kommt irgendwie ein Oller Aborigine in die Schweiz und noch ein Oller Indianer. Und irgendwann am Ende des Buches zum Glück schafft es diese Bruderschaft von Druiden, dieses Druidentor wieder zu schließen. Punkt. Ich spreche heute über ein Mittel, Positronium, und ich möchte vorausschicken, wiederum an Hans-Jürgens Vortrag anknüpfend, ich beziehe mich ja immer gerne auf meine Vorredner, dass ich über ein Mittel spreche, was aus einer Flasche kommt, auf der Positronium draufsteht, zu beziehen bei der Firma Remedia in Österreich. Was da drin ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich ehrlich bin, das weiß ich bei 98% aller meiner Mittel nicht. Ich kenne die meisten meiner Mittel wirklich chemisch, botanisch, biografisch nicht richtig. Und da gehe ich gemein mit meinem wichtigsten Lehrer Matthias Dorci. Der ist mal gefragt worden, nachdem er einen halben stündlichen Vortrag über Peonia erhalten hat, was ist denn das? Und er sagt, Franz Minetti, Pica Botanica. Ich würde sagen, fragen Sie Saskia. Meine Saskia weiß das. Ich weiß natürlich schon, was diese Pflanzen sind. Und ich habe auch mal Bilder von ihnen gesehen. Aber ich könnte das nicht wirklich lykopodisch, wie nennt man das, fundiert sagen, gebe ich einfach zu. Ich weiß, nach welchen Symptomen ich mit dem Zeug heile, ich weiß, wie ich es erkenne, ich weiß, wie es wirkt, aber ja. Also, ich weiß eigentlich nicht, was in dieser Flasche drin ist. Mein lieber und hochverehrter Freund, Gefährte und Dotschü Volkmar wird uns das morgen hier klar und deutlich erklären, da freue ich mich schon richtig drauf. Und wer nicht bis morgen warten will, kann hier schon mal aus Wikipedia von meiner lieben Brigitte rausgegoogelt kurz lesen, was Wikipedia zum Thema Positronium und Antimaterie sagt.